droht Corentin Tolisso, 27, schon wieder eine Pause. Der Mittelfeldspieler hat sich im Training der französischen Nationalmannschaft eine Verletzung an der Wade zugezogen. Wie der Verband Fédération Française de Football am Mittwoch mitteilte, wird Tolisso bei den WM-Qualifikationsspielen gegen Bosnien, Herzegowina, die Ukraine und Finnland nicht im Kader stehen. Der Bayern-Star machte sich stattdessen auf den Weg zurück nach München. Am Dienstag war bereits Innenverteidiger der YOTAME Kano, 22, wegen Oberschenkel. Problemen vorzeitig abgereist. Ex-Herthaner Matteo Guendouzi wird Tolisso bei den Franzosen nun ersetzen. Eine längere Ausfallzeit wäre für Tolisso extrem bitter. Nach einer Sehnenverletzung in der Vorsaison und monatelanger Pause, sowie einer Corona-Infektion in der Vorbereitung des Rekordmeisters, war Tolisso gerade erst wieder fit geworden. Jetzt droht der nächste Rückschlag. Eigentlich wollten die Bayern Tolisso in diesem Sommer verkaufen, doch ein geeigneter Abnehmer wurde nicht gefunden. Möglicherweise spielte dabei auch die Verletzung eine Rolle. Aus der Serie A soll es mehrere Interessenten gegeben haben, AS Rom und Juventus Turin. Wirklich heiß wurde es aber nie. Am 31. August schloss in den Top gegen das Transferfenster. Ruhestand. Von wegen. Ex-Präsident Uli Hoeneß mischt beim FC Bayern immer noch mehr mit, als es die Öffentlichkeit mitbekommt. Die Transferperiode hatte es in sich. Dabei sind nicht alle Mega-Deals zustande gekommen. Welche Wechsel nicht über die Bühne gegangen sind. In München werden die Verletzungssorgen in der Länderspielpause derweil immer größer. Neben YOTAME Kano und Tolisso, reist auch Thomas Müller wegen Adduktorenproblemen von der deutschen Nationalmannschaft ab. Auch Neuzugang Marcel Sabitzer hat Adduktorenprobleme, musste die Länderspielreise mit Österreich absagen.